Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erst einmal möchte ich Danke sagen. Danke an die mittlerweile über 11.000 Abonnenten, die den Apfelfunk-Videokanal hier bei YouTube abonniert haben und damit dann auch immer informiert werden, wenn es hier was Neues zu sehen gibt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, es kostet ja nichts und gerne machen, denn jedes Abo ist, oder empfinde ich zumindest, als ein kleines Dankeschön. Und demzufolge auch ein kleiner Motivationsschub, hier weiter Videos zu machen. Zu unserem heutigen Thema. Ich habe mir lange schon Gedanken darüber gemacht, mal einen anderen Zeitraum für ein Review zu nehmen. Denn normalerweise ist es ja so, neue Geräte kommen heraus und man ist natürlich dann einerseits versucht und andererseits auch ein wenig unter Zugzwang, möglichst schnell Bewertungen zu den Geräten eben dann zu treffen und dann auch in Form eines Videos oder eines Textes in die Welt zu senden. Das Problem ist bei der ganzen Sache, weil es so schnell gehen muss, haben wir natürlich als Reviewer noch keine Langzeiterfahrung. Können wir ja auch gar nicht in ein paar Wochen. Also versuchen wir, die Tests so alltagsrealistisch wie möglich zu machen. Aber zur Ehrlichkeit gehört natürlich dazu, manches sind einfach auch Prognosen, Hochrechnungen. Die Frage zum Beispiel, wie oft werde ich das neue Feature X in Zukunft wirklich verwenden? Oder auch, was drängt sich denn als Funktion im laufenden Betrieb, im Alltag nachher wirklich von selbst auf, ohne dass man es jetzt in dieser Testsituation gezielt ansteuert? Also schauen wir uns mal das iPhone 13 Pro Max unter dem Gesichtspunkt ein Jahr danach nochmal an und indirekt geht es natürlich auch um das iPhone 13. Außerdem natürlich die Frage, weil wir so kurz vor dem September sind, wie könnte es im Herbst denn weitergehen mit dem iPhone und der Frage, was sollte man jetzt kaufen, sollte man überhaupt noch was kaufen, lohnt sich das Warten? Ja, das iPhone 13 Pro Max. Ich muss ein wenig ein Loblied darauf anstimmen, denn es ist nach wie vor mein Daily Driver. Es ist wirklich ein Smartphone, was ich sehr gerne benutze. Und ich finde auch das zeitlose Design, damit bin ich weiterhin vollkommen zufrieden. Also ich brauche nicht auf Teufel komm raus ein Redesign, ein komplett neues Aussehen, wenn es nicht sinnhaft ist. Es gibt allerdings auch so Sachen, die im Laufe dieses Jahres sich als Punkte herausgestellt haben, wo ich festgestellt habe, naja, habe ich beim Review noch nicht so als Kritikpunkt gesehen oder nur in geringerer Form, aber ist schon ein dringender Wunsch. Dazu gehört zum Beispiel USB-C. Immer mehr technische Geräte benutzen ja den USB-C-Anschluss. Und ich habe festgestellt, es nervt mich zusehends, dass ich für Apple-Geräte oder für einige Apple-Geräte, fürs iPad ja nicht, ein eigenes Kabel benötige, nämlich das Lightning-Kabel. Also in die Zukunft gerichtet, USB-C steht bei mir auf der Wunschliste für das iPhone viel höher, als es das noch vor einem Jahr getan hat. Aber was wir hören ist, dass wir in diesem Jahr 2022 noch kein USB-C iPhone bekommen werden. Also das Warten geht in die Verlängerung. Ein weiterer Punkt, der neu war am iPhone 13 Pro Max bzw. eben an der 13er Linie, ist eine kleinere Notch. Und hier muss ich ganz klar sagen, das hat sich für mich im Alltag als vollkommen irrelevant erwiesen. Warum irrelevant? Weil aus dem Platz eigentlich nichts erwachsen ist. Also wir haben links und rechts ein paar Millimeter mehr, nur so wirklich mit Sinn erfüllt wurde das Ganze nicht. Und es ist auch nicht so, dass es vorher ein Problem gewesen ist, dass zum Beispiel der Touch-Bereich in diesen Öhrchen jetzt zu klein gewesen sei. Deshalb muss ich sagen, ist das sicherlich kein Punkt, der mir jetzt besonders als auffällig, als hervorhebenswert in Erinnerung geblieben ist. Ein weiteres Feature, dem ich viel Wert beigemessen habe bei meinem Review im Oktober 2021, ist das Stromsparen dank des neuen A15-Chips. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass das iPhone 13 Pro Max relativ stark Akkuleistung konsumiert. Und das war lustigerweise im Test am Anfang nicht so. Da präsentierte es sich eigentlich als sehr mit einem großen Durchhaltevermögen gesegnet. Es ist auch nicht so, dass die Leistungsfähigkeit der Batterie laut der Statistik, die man in Einstellungen aufrufen kann, nachgelassen hat. Dennoch stelle ich fest, dass am Abend das iPhone immer so um und bei an der 50% Grenze knabbert. Und ich frage mich, woran liegt das? Eine Vermutung ist, dass mehr gerechnet wird. Wir erleben mehr Anwendungen auch in der Systemsoftware, die mit Machine Learning arbeiten. Und ich stelle fest,
dass das Gerät zum Beispiel in der Verarbeitung von Videos und Fotos, die ich gemacht habe, in letzter Zeit immer wärmer wird. Also augenscheinlich was gemacht wird und man ja auch sieht, dass die Bilder dann manchmal noch etwas besser erscheinen. Dementsprechend glaube ich, dass es was damit zu tun haben könnte, also ein Software-Effekt ist. Und dieser Software-Effekt ist vielleicht auch eine Folge davon, dass Apple eben weiß, die höhere Energieeffizienz, das längere Durchhaltevermögen des A15-Chips gibt uns die Möglichkeit, mehr zu rechnen. Und dass deshalb die Software, die wir am Anfang hatten, als wir dieses Telefon kennengelernt haben, jetzt eben eine andere ist. Das wird man im Blick behalten müssen, aber daraus folgt, dass für mich eigentlich ein noch besserer Akku, ein noch größeres Durchhaltevermögen für die Zukunft durchaus sehr wünschenswert wäre. Jetzt habe ich aber lauter Punkte genannt, die sich als nicht so signifikant erwiesen haben. Was mich nachhaltig beeindruckt hat, und da bin ich mal wieder der leidenschaftliche Foto- und Videograf mit dem iPhone, das iPhone 13 Pro Max ist im Vergleich zum 13 schon spürbar besser. Das habe ich bei meinem Review vor einem Jahr gar nicht so stark gesehen. Doch nach diesem Testjahr, wo ich öfter auch mal beide Geräte in den gleichen Situationen dabei hatte, steht für mich fest, wer fotografiert oder videografiert, der sollte keinesfalls sparen, wenn das für ihn wichtig ist. Denn das Pro, das hat besonders im Bereich der Low-Light-Situation so was von die Nase vorn. Also der Unterschied ist schon beträchtlich und das ist damals beim Test noch gar nicht so herausgekommen. Das erstreckt sich auch eben auf den Ultraweitwinkelbereich, der ja auch in der Low-Light-Fähigkeit verbessert wurde. Gut finde ich, dass es jetzt dreifach Zoom gibt. Das ist super, aber es ist leider immer noch viel zu wenig, Apple. Also andere Hersteller sind da weiter und für mich ist eigentlich der Benchmark ein Leuchtturm, der hier in der Stadt in unserer kleinen Meeresbucht ist und den ich eben selbst mit Dreifach-Zoom eben wirklich so ganz, ganz klein nur drauf kriege. Und dann muss man den Digital-Zoom bemühen, was natürlich das Bild ruiniert. Da ist der Benchmark also, wenn das in Zukunft super aufgenommen werden kann, optisch, dann ist das iPhone wirklich da noch aufgewertet. Der Makro-Modus, der hinzugefügt wurde, den finde ich nach wie vor eine wirklich nützliche Erweiterung. Also ich habe ihn einige Male verwendet in diesem letzten Jahr. Und er ist so ein wenig wie der Portrait-Mode. Das ist jetzt nicht so ein Modus, den ich jeden Tag benutze. Das ist so eine Art Schraubenzieher, den man einmal, ein paar Mal im Jahr braucht. Aber wenn man ihn braucht und dann hat man ihn im Werkzeugkasten, ist es wirklich super. Gibt aber auch bei der Kamera ein Aber und das betrifft den Cinematic-Mode. Die Möglichkeit, ja, so eine Art Bokeh-Effekt beim Filmen zu haben. War von mir sehr herbeigesehnt und vielleicht war der Wunsch auf Vaters Gedanken, es eher positiv zu sehen. Ich muss allerdings sagen, der Cinematic-Mode hat bei mir nicht den Einzug in den Alltag gefunden. Das liegt zuallererst mal daran, dass 4K nicht unterstützt wird, so nur 1080p. Das ist hier bei Videos, die in der Regel in 4K gemacht werden, schon mal ein Ausschlussargument. Ich muss aber auch sagen, wenn ich ihn nochmal bemüht habe, dann habe ich doch im Ergebnis mehr erwartet. Also in Tests gibt es immer wieder Probleme mit der Kantenerkennung. Das Ganze wirkt dann doch eher so wie ein Behelf und nicht wie ein echter Profi-Modus. Hier habe ich hohe Erwartungen in die Zukunft, dass das besser wird. Sprich 4K, sprich bessere Kantenerkennung. Das Display, 120 Hertz, flüssiges Scrollen, ProMotion. Oh, das wurde groß gehandelt und ich muss euch sagen, ich halte es für völlig überbewertet. Wichtiger wäre tatsächlich im Alltag mehr Helligkeit. Das merke ich gerade jetzt im Sommer wieder, wenn ich fotografiere und ich kann auf dem Bildschirm nicht so wirklich was erkennen, dann ist mir das allemal wichtiger als irgendwelche Scrollgeschmeidigkeit. Und das iPhone 13 Pro Max wurde schon aufgestockt bei der Helligkeit auf 1000 Nits. In Zukunft wäre allerdings da noch ein weiterer Ausbau wichtiger als in vielen anderen Feldern. Damit sind wir schon beim Fazit. Wie ist mein Fazit vom Oktober 2021 gealtert? Nun, ich muss insgesamt sagen, doch recht gut. Ich habe gesagt, das ist ein Gerät für Creator. Das unterstreiche ich weiterhin. Die Schärfung des Profils der Pro-Geräte, die ist auch im Jahresvergleich nachvollziehbar und richtig. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile mit Blick auf die Zukunft, oder wir ahnen es durch die Spekulationen und Gerüchte, dass in der 14er-Linie diese Schere zwischen Pro-Geräten und Standardmodellen noch weiter aufgehen wird und dass das 13 Pro Max da schon eine vorbereitende Handlung war. Den Wechsel vom 12er
Gerät von 12 Pro Max oder 12 Pro auf die 13er Pro Geräte würde ich nur bedingt empfehlen. Also die Kamera bleibt hier weiterhin ein starkes Argument, aber ansonsten ist das 12er schon ein größerer Bruch mit dem vorherigen, also ist das der Vergleich von 11er auf das 12er schon ein größerer Bruch mit dem vorherigen gewesen, als das beim 13er im Vergleich zum 12er der Fall ist. Man fragt euch aber, sollte ich jetzt auf günstige Angebote warten beim 13 Pro, wenn die neue 14er Linie rauskommt, oder sollte ich lieber das 14 Pro abwarten und das kaufen? Das ist eine wunderbare Überleitung zum Ausblick. Was hören wir denn da eigentlich? Nun, wir hören davon, dass die Notch jetzt ganz abgelöst wird und wir nur noch Löcher haben. Haut mich ehrlich gesagt nicht so ganz vom Hocker, denn am Ende ist es ja so, wir werden trotzdem Aussparungen haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, stört es mich im Display nicht noch viel mehr, als wenn ich weiß, es gibt einen bestimmten nicht sichtbaren Bereich beim Bildschirm? Das muss man mal abwarten und es hängt natürlich auch davon ab, was die Software daraus macht. Der A16-Chip wird natürlich mehr Leistung bringen. Die Frage ist, wo uns diese Leistung wirklich nutzen wird. Cinematic Mode ist zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Vielleicht geht der jetzt wirklich in 4K, weil der sehr rechenintensiv ist. Die weitere Hoffnung ist natürlich auch die Verlängerung der Akkulaufzeit, dass er noch effizienter ist und hilft, Strom zu sparen. Großes Thema Always-on-Display. Das scheint mir eine sehr nützliche Sache zu sein, dass ich ständig sehen kann auf dem Display bestimmte Sachen, zum Beispiel ein Timer, der da weiterläuft oder ein Live-Event, was ich in irgendeiner Weise mitverfolgen will. Ich möchte nicht ständig den Monitor, das Display antippen oder das Gerät hochhalten. Wir kennen das Ganze von der Apple Watch und wir wissen auch, dass es ja nicht nur eine Frage ist von Nützlichkeit, sondern auch davon, dass es dem Gerät ein Gesicht gibt, beziehungsweise sich das Gesicht des Gerätes verändert, dadurch, dass es ständig eine Anzeige hat. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, denn das Always-on-Display erwarte ich mit hohen Erwartungen und ich bin mal gespannt, ob das, wenn es denn kommt, den Erwartungen wirklich gerecht werden kann. Und natürlich sind wir wieder beim Thema Kamera. Wir lesen und hören von Veränderungen, dass es eine 7-Elemente-Linse geben soll statt 6 bei der Telefotolinse, dass wir 48 Megapixel Auflösung beim Weitwinkel bekommen statt der bisherigen 12. Ein großer Sprung, nachdem lange Zeit doch nichts passiert ist. 8K Video. Das ist vor allem mit Blick darauf interessant, dass wenn man 4K Material braucht, aus 8K Videos ja auch was rausschneiden kann. Das war ganz nützlich bei 4K auf 1080, also HD Auflösung, dass man HD Bilder erzeugen konnte mit Ausschnitten aus 4K-Material. Nicht unbedingt damit, dass wir jetzt alle plötzlich 8K-Videos bei YouTube einspielen. Denn dazu brauchen wir auch Bildschirme, die das entsprechend darstellen. Also dementsprechend glaube ich eher, dass 8K eine Arbeitsgrundlage ist und nicht das endgültige Format, zumindest vorerst. Und wir hören von noch besserem Lowlight. Das ist natürlich sehr zu begrüßen, wenngleich man sagen muss, dass das Smartphone, das iPhone 13 Pro Max, schon wirklich in einer ganz hohen Liga spielt. Vor allem hören wir aber auch, dass es einen signifikanteren Unterschied zum iPhone 14 geben soll. Und da muss ich sagen, das Standardmodell, da gibt es für mich, wenn das so eintritt, in Zukunft keinen Zweifel mehr, dass es für mich nicht mehr als Gerät in Frage kommt. Dass ich also beim Mindestpreis des Pro-Gerätes ansetzen muss, wenn die Frage bei mir ist, nach einem neuen iPhone. Das ist für einige sicherlich ärgerlich und ein Griff in die Tasche in Zeiten, wo sowieso alles teurer wird. Aber das ist eine Realität, der wir uns augenscheinlich stellen müssen, wenn es dann so eintritt. Was meint ihr? Habt ihr noch Erfahrungen nach einem Jahr iPhone 13, iPhone 13 Pro Max? Was erwartet ihr für die 14er Generation? Lasst es mich wissen, gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über Likes und wie gesagt Abos. Danke, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.